Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Weiter geht's in der Karriere. Ich habe zwischenzeitlich noch ein paar Herausforderungen versucht abzuschließen. Habe allerdings nicht alles geschafft, wie man hier sieht. Und ich würde sagen, wir gehen doch einfach mal weiter. Das habe ich noch nicht gespielt, Europa Tour. Das wird heftig. Die Folk Race Saison erobert den alten Kontinent. Im Sturm, du weißt, wie es läuft. Vollkontaktrennen auf kurvenreichen Strecken und gemischten Belägen, also Windeln nicht vergessen. Ich glaube, das und das Auto habe ich mir noch neu gekauft inzwischen. Und ich würde sagen, wir nehmen doch einfach mal hier den Nexus RX. Beende das Rennen in den Top 3. Northfork Ring. Hauptstrecke umgekehrt. Diese Strecke, die ist gemein. Okay. Sieht halbwegs okay aus. Auch das hier haben ein bisschen zu kämpfen, ist viel Scheiße. Habe ich mega abgedrängt. Das Auto hat nicht unterstützt ziemlich viele. Hat zwar Grip, aber unterstützt. Vielleicht ist es schlauer, eigentlich die andere Strecke zu nehmen. Kann man da vielleicht ein bisschen schneller rum. Das müsste ich mir anschauen bei der nächsten Runde. Wir kommen hier eigentlich ziemlich gut durch. Vorerst. Das war jetzt gar nicht gut. Das hat ziemlich viel Zeit gekostet. Ich soll jetzt mal hier die andere Strecke nehmen. Oh shit. Da gibt es einen Sprung am Ende. Vielleicht können wir noch Erste bleiben. Könnte ziemlich knapp werden, wenn der andere mich hier bedrängt. Aber das sieht gut aus. Okay. Perfekt. Erster Platz. Bald Level 30. Sei mindestens 2 Runden in Führung. Das sollte hoffentlich machbar sein. Maaßen Motor Center. Was für ein Schlachtfest. Hat sich ein gedreht. Freiwillig. Zwei Runden in Führung sieht schwierig aus, wenn wir nicht an den Rand kommen.
wegcrashen. Wäre eine Möglichkeit. Und jetzt einfach in Führung bleiben. Shit. Ich weiß ja nicht genau, was das Spiel als zwei Runden in Führung zählt. Daher könnte das ja möglicherweise doch noch gelten. Nee. Müsste man innerhalb der ersten Runde an die ersten rankommen. Und sonst zählt das nicht. Schade, schade. Und mindestens eine Runde in Führung gewesen. Auch schon mal gut. Clay Ridge Circuit. War die beste Runde? Kies und Asphalt. Verpiss dich! Ich gehe da mal geradeaus. Ja genau! Stell dich halt quer. Nicht gut. Das kostet Zeit. Bringt mir wahrscheinlich nicht die beste Runde. Und wenn die sich da querstellen, dann erst recht nicht. Ich glaube, mit dem Auto schaffen wir das nicht. Doch, beste Runde, okay. Okay. Jetzt muss ich das bloß verteidigen. Okay, wir sind gerade Erster. Untersteuerung pur. Sieht gut aus, dass wir auch Erster werden. Yes. Aber nicht die beste Runde. Schade, schade. Eine Sekunde schneller war der Zordak. Aber gut. Level 30. War die beste Runde auch hier wieder? Rosenheim Raceway. Lass mich! Oh. Junge. Ich glaube, wenn der Erste vor uns ist, dann können wir gar nicht die schnellste Runde machen.
Oh no! Jetzt sowieso nicht mehr. Was machen die denn hier? Come on, Corn People. Was? Nee. Come on, please, please, please. Okay, beste Runde. Der Junge dreht einfach um. Wenn das 47 stehen bleibt, ist es meine beste Runde. Das hat jetzt viel Zeit gut geschrieben, glaube ich, die Strecke. Jetzt ist niemand mehr hinter uns. Oder nahe hinter uns. Weil da viel einfach umdrehen und sonst irgendwas machen. Schade, auch hier wieder, aber nicht die beste Runde. Doof. Crashe mindestens einen Gegner. Crashen heißt ja, ihn abschießen, damit er irgendwo reinfährt. Firewood Motor Center. Das gelingt mir ja meistens nicht so gut. Aber mal schauen, ob wir das möglicherweise auf dieser Strecke hier schaffen können. Einen rausgedreht. Ja, auch schon mal was. Das gilt leider eben nicht. Schade, weil für mich war das eigentlich raus crashen, aber okay. Come on. Rausgedreht gilt auch nicht. Da wollte ich zu viel. Gleich zwei Leute rausgedreht. Yes! Das hat jetzt gezählt. Sehr gut. Dann haben wir wenigstens dieses Ziel hier erreicht. Nee, jetzt vorne bleiben.
Mindestens Zweiter möchte ich werden. Okay. Gut. Zweiter gebe ich mich zufrieden. Das Tagesziel erreicht. Alright. Beendet das Rennen auf Position 1. Northland Raceway, äußere Route. Das sollte hoffentlich machbar sein. Auch wenn die gerade ziemlich wegziehen. Und unser Auto ja nicht gerade so das stärkste ist von den Teilnehmern hier zumindest. Den hat's rausgecrashed. No! Oh shit. Ja, mich treibt's da auch ziemlich raus. Schade. Okay, zweiter mindestens schon mal. Ist ja auch schon was. Das war eine gute Kurve. Aber ja, da kommt wieder so eine. Come on. Ich habe kein Power. Okay. Bisschen Platz haben wir. Aber nicht viel. Der will uns gleich einholen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich hat es nicht abgecrashed, wie es aussieht. Das sieht doch gut aus. Da können wir viel Zeit gut machen. Fast 10 Sekunden. Aber da kommt er wieder näher. 5 Sekunden. Shit. Come on. Es muss so bleiben. Haben wir wenigstens 2 Ziele erreicht. Was ja auch schon mal gut wäre. Die Strecke ist ziemlich anspruchsvoll, finde ich. War jetzt das. No! Fast in die Zuschauer. Das hatten wir schon einmal, das reicht. Aber das sieht prima aus. Sehr gut. Tagesziel erreicht. Endposition 1, 3 von 6 Bonuszielen erreicht, 580 von 600 Punktzahl. Abgeschlossen Challengers. 22 von 43 Bonuszielen und Gesamtpunktzahl nur ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, doch. Allerdings gab es hier noch 2-3 Sachen, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Aber da haben wir kein Fahrzeug für. Zerstörungsdrang. Ein Hollywood-Mongol möchte in die Welt der Demolierungs-Derbys eintauchen.
ist aber an erstklassige Vehikel gewöhnt. Du fährst also in eine Limo und noch einen Haken gibt es. Hingegen sind die fiesesten Demolierungs-Derby-Fahrer überhaupt, also pass gut auf. Das hört sich prima an. Hier meine unglaublich schöne Limo mit einem Sarg oben drauf, ja. Verursache mindestens 1000 Schaden, lass mindestens 3 Gegner ausdrehen, überquere die Ziellinie mindestens als Dritter. Ah, so ein Ring ist das. Okay, dann mal schauen. Schaffe es in die Top 3. Einen haben wir schon mal. Auch wenn nicht unbedingt so, wie ich das eigentlich wollte, aber gut. Was war das? Er hat sich von alleine gedreht. Komm schon, dreh dich. Okay, das galt nicht. Schade. Shit. Mindestens einen wollte ich erwischen. Etwa so. Auch wenn das nicht das ist, was ich eigentlich machen wollte, aber okay. Tausend Schaden erreicht. Come on! Die Limos hat absolut nicht getuned. Das ist ein bisschen der Haken daran. Okay! Wow, wieso nicht? Schon. Einen muss ich doch irgendwie rausdrehen können. Hä? Muss ich das nicht mehr erreichen, das Ziel? Wahrscheinlich nicht, oder? Könnte natürlich... Naja, zerstören ist ein bisschen schwierig bei 27 HP. Ich habe noch eine Runde vor mir.
Ich muss ja mindestens unter die Top 3 kommen. Junge! Ja, jetzt wird es immer noch schwieriger. Sehr gut. Shit. Demoliert. Fehlgeschlagen. Naja, ich würde sagen, das war's für diese Folge von Wreckfest. Ist ein bisschen länger geworden als geplant. Wir machen das Ganze nochmals in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.